Das Thema ist Intelligenz und Emotionen. Und die dahinterstehende Frage ist, was Sie vielleicht auch schon selber oft erlebt haben, warum verhalten Menschen sich nicht rational? Wäre ja auch langweilig, aber das ist ein anderer Aspekt, sondern warum verhalten sich die Menschen nicht rational? Beginnen wir wie immer mit den Prüfungsfragen. Ich habe jetzt keine verschiedenen Alternativantworten gegeben, sondern erstmal nur, wie wir gestern sagten, um sozusagen das Priming zu erreichen, ja, also die Vorbereitung sozusagen unseres Denkens auf eine bestimmte Frage hin. Und hier ist die Frage, Intelligenz hat ja auch was mit Intuition zu tun, was ist überhaupt Intuition? Ja, oder auch, warum brauchen wir das gerade in unserem Beruf? Und die zweite Frage, was ist die kognitive Triade? Das ist auch eine Frage, die sehr gerne gestellt wird. So, bevor wir aber zu den Emotionen kommen, werde ich erstmal etwas zum Intelligenzbegriff sagen, auch zur Messung der Intelligenz. Wir werden auch mal eine kleine Übung durchführen, und die Ihnen vielleicht auch Spaß macht. Und wir werden dann zu den Emotionen kommen, um auch ein bisschen Psychopathologie anzuschauen, also insbesondere was die Depression anbetrifft. So, die Definition von Intelligenz. Sicherlich hat der eine oder andere von Ihnen schon darüber nachgedacht, was überhaupt Intelligenz ist, also woran man das erkennt, wie man das messen kann, was die Abgrenzung ist. Und Intelligenz kommt von diesem Wort intelligere, also verstehen, oder wörtlich, ich wähle zwischen etwas. Vom Lateinischen her heißt es also, inter heißt zwischen und legere heißt lesen oder wählen. Ja, ich wähle also etwas aus, könnte man auch sagen. Die Intelligenz ist erstmal ganz global formuliert ein Sammelbegriff für verschiedene kognitive Leistungen. Und die Intelligenz kann als Fähigkeit zum Problemlösen definiert werden. Sie ist aber auch ein theoretisches Konstrukt oder ein theoretisches Konzept, das aus der Leistung im Intelligenztest erschlossen wird. Ja, so, das heißt also, was uns hier Faller und Lang als ein Grundlagenwerk für das Physikum empfiehlt, ist zu sehen, dass Intelligenz zum einen messbar ist, ja, durch standardisierte Intelligenztests, und zum anderen als eine Fähigkeit zum Problemlösen definiert wird. Diese Intelligenztests sind kulturspezifisch und sind auch kulturunspezifisch. Das heißt, wir unterscheiden schon zwischen einer Intelligenz, die auf Wissen basiert, einer wissensabhängigen Intelligenz und einer wissensunabhängigen Intelligenz. Das heißt also Dinge, die man nicht lernen kann, die man sozusagen sieht. Das heißt auch, es ist keine eindeutige Definition möglich, sondern es ist immer kontextbezogen. Nun gibt es also dementsprechend auch, wie Sie es ja schon in den anderen Vorlesungen gehört haben, verschiedene Modelle. Modelle sind in vielen Naturwissenschaften immer die Grundlage, um etwas erklären zu können. Weil, wie wir uns ja aus der Erklärung von Einstein angesehen haben, die Uhr, wenn ich die Uhr betrachte, ja, nicht mehr sagen kann, okay, so sehe ich die jetzt und so ist der Mechanismus. Denn schon in dem Moment, wo ich die Uhr zum Beispiel öffne, um mir den Mechanismus anzugucken, habe ich schon eine andere Bedingung kreiert. Das heißt also, in dem Moment kann ich schon nicht mehr sagen, das ist die Uhr, weil in dem Moment ist es eine andere Bedingung. Ja, sie kann ja nicht mehr in der Art funktionieren, als wenn sie ein geschlossenes Gebilde wäre. Und so verhält es sich im Prinzip auch mit der Intelligenz. Wenn ich nur die Leistung an sich betrachte, kann die bedingt sein wirklich durch das Denken, es kann aber auch bedingt sein durch bestimmte sogenannte Versuchsleitereffekte, sogenannte Rosenthal-Effekte, dazu kommen wir nachher noch. Ja, es kann auch bedingt sein durch eine übermäßig hohe Motivation. Ja, so, oder eine fehlende Leistungsfähigkeit muss nicht unbedingt bedingt sein dadurch, dass jemand keine hohe Intelligenz hat, sondern dass er vielleicht emotional jetzt sehr betroffen ist und aus diesem Grunde eben weniger Möglichkeiten hat, sich zu konzentrieren. So, das heißt also, wir brauchen Modelle, um etwas zu erklären. Spearman hat das sogenannte Zwei-Faktoren-Modell kreiert. Und zwar setzt sich hier die Leistung aus einem General Factor und einem Specific Factor zusammen. Der generelle Faktor macht im Prinzip die generelle Leistungsfähigkeit aus, und das Spezifische heißt dann eben, dass der Mensch spezifische, isolierte Fähigkeiten hat. Zum Beispiel bei der
nicht kulturellen messbaren Intelligenz oder wissensunabhängigen Intelligenz ist das Reihenfortsetzen, also die Fähigkeit, Elemente in eine Reihe zu bringen und zu sehen, welches Element da noch fehlt oder jetzt folgen müsste. Eine wissensunabhängige Intelligenz und damit auch eine sehr spezifische Intelligenz, die zwar einen hohen prädiktiven Wert für die generelle Intelligenz hat, aber nicht von jedem vollführt werden kann. Gardner unterscheidet sogar multiple Intelligenzen und nutzt dieses Modell, um auf die Einzigartigkeit des Menschen hinzuweisen. Also es ist ein sehr humanes Modell. Thurston kreierte das sogenannte Primärfaktorenmodell und definiert, dass es eine begrenzte Anzahl von relativ unabhängigen Intelligenzfaktoren gibt, die die Intelligenzleistung bestimmen. Ja, da können Sie sich vorstellen, da wird zum Beispiel gemessen, wie stark die Konzentration in einem Kurzzeittest ist. Also Sie sehen dann zum Beispiel kleine Buchstaben in einer Reihe, für die Sie 20 Sekunden Zeit haben, kleine Ds, kleine Ps. Manche haben 2 Punkte, manche haben 1 Punkt, manche haben 3 Punkte. Und Sie sollen genau die Ds herausfinden, die nur 2 Punkte haben. Und an der Fehlerrate und der Schnelligkeit kann man dann erkennen, wie stark Ihre Konzentrationsfähigkeit ist. Wenn Sie das dann machen und in der Zwischenzeit danach noch einiges anderes machen und das dann nochmal wiederholen und man dann sieht, dass Ihre Konzentrationsfähigkeit zunimmt, kann man aus der Differenz dieser beiden Tests Ihre Lernfähigkeit bezüglich der Konzentration ermitteln. Ja, und so hat man also verschiedene Faktoren, die auf die Intelligenz hinweisen. Konzentrationsfähigkeit, Merkfähigkeit, nun da kann man wieder unterscheiden, visuelle Merkfähigkeit, auditive Merkfähigkeit. Ja, und das sozusagen in Beziehung gesetzt zur Lernfähigkeit oder das, was wir gestern besprochen haben, die Indifferenzneigung, also inwiefern der Mensch in der Lage ist, sich nicht ablenken zu lassen und sich auf ein bestimmtes Gebiet zu konzentrieren, was ja auch ein großer Ausdruck von Intelligenz ist, wie wir wissen, wenn ein Mensch ein hirnorganisches Psychosyndrom hat, dass er dann eben genau diese Indifferenzneigung zeigt, ne? Also wo sozusagen die Fähigkeit des Gehirns, intelligent zu reagieren, herabgesetzt ist. So, dann ist natürlich die Frage, was ist denn jetzt, wie ist denn das jetzt zu erklären? Warum sind denn manche Menschen weniger intelligent, andere Menschen mehr intelligent? Spielt die Genetik eine Rolle? Ist es ein Umweltprozess? Ist es eine Interaktion von beiden? Und hier habe ich Ihnen einige Studien mitgebracht, die zum einen für die Genetik sprechen und zum anderen eher für die Interaktion von Umwelt und Persönlichkeit. Zum Beispiel wurde der Intelligenzquotient von Adoptivgeschwistern untersucht und man hat ihn dahingehend untersucht, ob er eher mit den Adoptiveltern korreliert, was ja für die Umwelt sprechen würde, oder mit den biologischen Eltern und konnte das in dieser Studie nachweisen, dass der IQ der Adoptivgeschwister eher mit den biologischen Eltern korrelierte als mit den Adoptiveltern. In einer weiteren Studie hat man die Korrelation von Intelligenzquotienten gemeinsam aufgewachsener eineiger Zwillinge untersucht und hat diese verglichen gegen die Intelligenzquotienten von getrennt aufgewachsenen eineigen Zwillingen und hat eben gesehen, dass diese Korrelation der Intelligenzquotienten gemeinsam aufgewachsener eineiger Zwillinge nur unwesentlich höher ist als die Intelligenzquotienten von getrennt aufgewachsenen, was auch wieder ein Hinweis auf eine genetische Prädisposition für die Intelligenz sein könnte. Eine weitere Studie ist auf die sogenannte aktive Gen-Umwelt-Kovariation bezogen. Das heißt also, da hat man den Anteil des genetischen Einflusses untersucht bezüglich des Alters und hat gesehen, dass der zunimmt mit dem Alter und hat das erklärt mit dem zurückgehenden Einfluss der Eltern. Ja? So, wie man das jetzt interpretiert, ist natürlich diskussionswürdig. Man könnte ja auch sagen, man lernt ja nicht nur von den Eltern hoffentlich, sondern vielleicht auch noch von einigen anderen Personen. So, das heißt also, umso älter man wird, ist man ja auch trotzdem Umwelteinflüssen ausgeliefert. Und das bedeutet, das könnte man vielleicht auch anders interpretieren.
Also Sie sehen auch an meiner Zurückhaltung, dass die genetische Prädisposition von Intelligenz doch eher etwas Diskussionswürdiges ist. Ja? Wir kennen etliche Menschen, wo wir sogar Hochbegabung finden im Elternhaus, aber die Hochbegabung gar nicht existiert. Umgedreht gibt es auch viele Menschen, die über eine höhere Begabung verfügen und sogar Kinder zur Welt bringen, die eher eine Minderbegabung haben. Ja? Also und solange es ein Beispiel gibt, kann man nicht von dem Regel sprechen. Ja? Das ist so dieses, vielleicht haben Sie davon schon mal gehört, die Theorie des Black Swans. Ja? Eigentlich sagt man, Schwäne sind immer weiß. Aber sobald es auch nur einen schwarzen Schwan gibt, kann man nicht mehr sagen, dass Schwäne immer weiß sind. Und so ist es mit der Intelligenz und der Genetik. Ja? Es könnte sein, dass ein genetischer Einfluss besteht, aber solange es andere Beispiele gibt, sogenannte Black Swan Beispiele, in dem Moment kann man nicht mehr davon ausgehen, dass es tatsächlich, wie diese drei Beispiele, diese drei Studien zeigen, von einer hohen genetischen Prädisposition zu sprechen ist. Gucken wir uns an, was die andere Seite sagt, Umwelt und Persönlichkeit. Wir sehen einen generellen Anstieg der Intelligenzquotienten seit Jahrzehnten. Das ist erstmal ein Fakt, der sogar durch diese standardisierten Testverfahren gemessen wurde. Wir sehen aber auch, dass sich für Schwangere und kleine Kinder die Lebensverhältnisse verbessert haben, also dass sozusagen die Möglichkeit, auch Wissen zu erwerben, sich verbessert hat. Wenn man jetzt sich einzelne Projekte anschaut, wie zum Beispiel das legendäre Milwaukee-Projekt, dann sieht man eine interessante Möglichkeit, wie Kinder aus sozial niedrigen Schichten beeinflusst werden konnten. Und zwar ist dieses Projekt der Anfang gewesen in den USA für viele Projekte in verschiedenen Bundesländern, um Kinder, die aus sozial niedrigen Schichten kommen, durch Förderung und Hilfe von außen zu unterstützen, sodass sie die Möglichkeit haben, ein Wissenslevel, ein Bildungsniveau zu erzielen, was andere Kinder schon haben, die aus höheren sozialen Schichten kommen. Ja, so, das heißt also, dass Psychologiestudenten, Medizinstudenten in diesem Milwaukee-Projekt in die Preschool gegangen sind, also das ist so dieser Kindergarten von 3 bis 5, und sich sozusagen wie Paten den Kindern gegenüber verhalten haben und sie über 6 Jahre begleitet haben. Und in dieser Zeit waren keine Unterschiede in den Lernleistungen zu finden zwischen den Kindern, die aus den sozial niedrigen Schichten kamen, und den Kindern aus den sozial höheren Schichten. Leider Gottes wurde das dann aus für mich schwer begreiflichen politischen Gründen gestoppt, und diese Kinder waren sich selbst überlassen. Und hier war es dann interessant, dass 30% dieser Kinder, die also diese 6-jährige spezifische Patenschaft erlebt haben, tatsächlich das schaffen konnten, den Kindern aus sozial höheren Schichten in ihrem Wissenserwerb gleich bedeutend zu bleiben. Ja? So, das heißt, die konnten dieses Level und die Anstrengungsbereitschaft, die sie in dieser Zeit der Patenschaft erlernt haben, beibehalten. Ja? 70% dagegen fielen wieder ab. Ja, so. Und das bedeutet, dass hier, wie man aus diesem großen Projekt, das war ein sehr langwieriges und intensives Projekt, sehen konnte, dass der Umwelteinfluss doch ein hochsignifikanter Einfluss auf den Wissenserwerb und damit auf die Entwicklung der Intelligenz hat. Der nächste Punkt ist der Rosenthal-Effekt. Der ist entstanden, also während eines lustigen Experimentes. Und zwar war es so, dass Medizinstudenten jeweils eine Maus bekamen. Die sollten sich um diese Maus kümmern. Diese Maus sollte lernen, durch ein Labyrinth zu laufen. Und einer Gruppe von Medizinstudenten wurde gesagt, ja, also diese Mäuse, die sind genetisch so mutiert, dass sie eine herabgesetzte Intelligenz haben. Und der anderen Gruppe wurde genau das Gegenteil gesagt, die werden so mutiert, dass sie eine hohe Intelligenz haben.
So, und jetzt hat man gesehen, welche Leistungen diese Mäuse in diesem Labyrinthversuch erbrachten und hat also dabei beobachtet, dass die Mäuse, deren Studenten sozusagen der Meinung waren, dass sie höher intelligent sind, tatsächlich bessere Leistung brachten als die Mäuse, die von vornherein schon sozusagen herabklassifiziert worden sind. Ja, und das nennt man den Rosenthal-Effekt, den Versuchsleiter-Effekt, dass man in dem Moment, wo man etwas erwartet von dem anderen, dieser andere auch zum Teil diese Erwartung erfüllen kann. Dahinter steht eigentlich eine schöne Philosophie, auch wenn das für die Forschung natürlich von Nachteil ist, aber die eigentliche Philosophie, die dahinter steht, ist ja die, dass in dem Moment, wenn ich etwas Positives von meinem Gegenüber erwarte, ich denjenigen auch befähigen kann, etwas noch Positiveres zu bringen, als er vielleicht von sich selber glaubt. Ja? So, also das, was wir, wenn wir das umsetzen können in unserer Empathie gegenüber den uns anvertrauten Menschen, nur von Vorteil sein kann. Für die Forschung ist natürlich eher schwierig, weil dann ist natürlich die Messung eines bestimmten, zum Beispiel Intelligenzmerkmals, etwas eingeschränkt. Also das heißt, dieser Rosenthal-Effekt, bitte merken Sie sich den, der wird oft gefragt im Physikum, ist ein Effekt, der für die Forschung nachteilig ist und deshalb kontrolliert werden muss und im Arzt-Patienten-Kontakt nur von Vorteil sein kann, weil man dadurch Motivation setzt, weil man dem anderen starkes Vertrauen entgegenbringt. Ein weiterer Punkt ist, der für die Komponente Umwelt und Persönlichkeit spricht in der Intelligenz, ist die hohe Korrelation von 0,7, das heißt also zu 70% von Intelligenzquotienten und Bildungsniveau und auch Berufsstatus. Das heißt also, dass jemand, der über eine relativ hohe Intelligenz verfügt, auch oftmals die Möglichkeit hat, ein höheres Bildungsniveau zu erzielen und einen relativ hohen beruflichen Status erringt. Ja, so, was wiederum dafür spricht, dass es eine Interaktion gibt von Umwelt und auch von Persönlichkeit. Ein weiterer Einflussfaktor für die Intelligenz ist eine gesunde Lebensweise. Man hat also herausgefunden, dass Menschen, selbst wenn sie hochintelligent sind und sich dann aber sehr ungesund verhalten oder ernähren, das Auswirkungen hat auf ihre intellektuelle Leistungsfähigkeit. Das beste Beispiel ist Alkohol, brauche ich also gar nicht weiter auszuführen. Wenn Sie mal versuchen, einigermaßen angetrunken irgendwie sich versuchen, irgendwelche Vokabeln zu merken, werden Sie sicherlich etwas länger brauchen als ohne dem. Ja, so, also, nicht wahr? Das also spielt also auch eine Rolle und damit sieht man auch, dass die Umwelt da so einen Einfluss hat auf die Intelligenz. Weniger starke Erkrankungen können einen Einfluss haben. Wir sehen das vor allen Dingen im Kindesalter, wenn jetzt Kinder chronische Krankheiten entwickeln, dass sie dann zwei unterschiedliche Wege aufzeigen. Es gibt Kinder, die relativ schnell aufgeben und in ihrem Entwicklungsstatus zurückbleiben. Man unterscheidet in der Kinderpsychologie zwischen dem Entwicklungsalter und dem biologischen Alter. Und da kann man regelrecht den Entwicklungsquotienten bestimmen, der dann verglichen wird mit dem Intelligenzquotienten und dem biologischen Alter. Und da gibt es tatsächlich schon diese Sache, wenn eine chronische Erkrankung relativ frühzeitig auftritt, also zwischen dem zweiten und dem vierten Lebensjahr, dass dann eine Entwicklungsverzögerung einsetzt. Das heißt, dass der Entwicklungsquotient geringer ist als das biologische Alter. Wenn jetzt diese chronische Erkrankung aber später einsetzt, so nach dem fünften, sechsten Lebensjahr, sieht man eher, dass eine ganz andere Form der Intelligenz, nämlich die soziale Intelligenz, wesentlich höher entwickelt ist, als es dem biologischen Alter entspricht. Ja, die Kinder befassen sich dann schon, das betrifft die Kinder, ne, die an Leukämie vor allen Dingen erkranken und anderen Krebserkrankungen oder auch chronisch-rheumatischen Erkrankungen, die befassen sich dann schon mit philosophischen Fragen des Lebens, mit Interaktionen, die beeindruckend sind. Ja, wo du manchmal, wenn du mit denen redest, denkst, du hast einen kleinen Erwachsenen vor dir und dich immer wieder erinnern musst, dass es sich hier um Kinder handelt.
Ja? Und die haben dann auf eine andere Art Schwierigkeiten, sich zu integrieren, weil sie dann natürlich, wenn sie dann wieder in ihre normale Umwelt, meinetwegen aus dem Krankenhaus zurückkommen, dann Schwierigkeiten haben, ihre Gleichaltrigen Freunde oder Freunde zu akzeptieren, die rein kindgemäß sind und sich mit solchen doch schwerwiegenden Fragen wie Leben und Tod oder Krankheit natürlich nicht auskennen. Ne? So, und da bedeutet das dann auch wieder für diejenigen, die mit den Kindern arbeiten aus ärztlicher Sicht, dass man mit den Eltern ganz genau sozusagen Plan machen muss, wo man darauf achtet, dass die Kindlichkeit erhalten bleibt. Dass man also nur bedingt sozusagen auf diese tiefgehenden Gespräche eingeht und auch wirklich sieht, dass dem Kind die Art und Weise des kindlichen Denkens erhalten bleibt. Auf der anderen Seite spielen dann aber wieder eine Rolle, dass hinsichtlich der körperlichen Selbstständigkeit oftmals Verzögerungen eintreten können. Dass sozusagen die Eltern, die natürlich sich große Sorgen machen um diese chronische Erkrankung ihres Kindes, versuchen so viel wie möglich abzunehmen. Und aus dem Grunde, dass es dann zu der Situation kommt, dass die Kinder in ihrer körperlichen Selbstständigkeit eher um 1 bis 2 Jahre zurückentwickelt sind. Ja, so, das heißt also, das ist eine ziemlich große Herausforderung und Sie sehen schon an diesem Beispiel, wie viele unterschiedliche Formen von Intelligenzen es gibt, die wir alle dazu nutzen können, um irgendwelche Leistungen zu erbringen. Ja. So, das ist hier eher so eine, humorvolle Studie. Da hat also jemand tatsächlich versucht herauszufinden, ob hohe Intelligenz mit dem Einkommen übereinstimmt und ist zu einer negativen Korrelation gekommen. Was auch immer das bedeutet, das überlasse ich Ihnen, das herauszufinden. Und wir sehen also an diesen Beispielen, dass es einige Argumente dafür gibt, dass es eine genetische Grundlage gibt. Wir wissen aber nicht, welche im Einzelnen. Und zum anderen aber sehr, sehr viele Argumente, dass Umwelt und Persönlichkeit zugleich die Faktoren sind, die die Intelligenz zumindest erheblich beeinflussen. So, gucken wir uns nun an, wie der Zusammenhang von Intelligenz und Mortalität aussieht. Verschiedenste Untersuchungen, vor allen Dingen aus den Ländern, wo das soziale Niveau der oder die Unterschiedlichkeit der sozialen Schichten besonders groß ist, zeigen, dass Menschen, die aus einer niedrigeren sozialen Schicht kommen und oftmals auch über eine geringere Intelligenz verfügen, wesentlich kürzer leben, also eine höhere Mortalitätsrate zeigen und auch einen stärkeren Krankheitsverlauf aufzeigen. Das heißt also, dass Menschen, die über höhere Intelligenz verfügen, womöglich auch mehr Möglichkeiten haben, was das Ökonomische anbetrifft, das Materielle anbetrifft, zum anderen aber auch Wissen haben, wie sie mit bestimmten Denkstrategien sich vor bestimmten Problemen schützen können. Ja, so, und insofern kommt es dann zu dieser Schlussfolgerung dieser Studien, dass intelligente Menschen eine höhere Lebenserwartung zeigen. Es wird dabei vor allen Dingen der Zusammenhang von Intelligenz und Mortalität berichtet, der über das Bildungsniveau vermittelt wird. Und es gibt in der Studie, die ich hier zitiere, die Aussage, dass pro Schuljahr es sich um eine 10-prozentige Mortalitätsverminderung handelt. Das heißt, umso länger man studiert hat, gelernt hat, ja, umso höher ist die Chance, eine geringere Mortalität aufzuweisen, also länger zu leben. Ja. Ich hoffe, das trifft auf alle von uns zu. Ne? So, die Schlussfolgerung ist also, dass wir, wenn wir wissen, dass Menschen mit einer höheren Intelligenz eine geringere Mortalität haben, dass wir dann, wenn wir Patienten haben, die eine geringere Intelligenz haben, dann mit anderen Kommunikationstechniken vorgehen müssen, als mit den Kommunikationstechniken, die wir verwenden, wenn es Menschen sind, die vielleicht ein uns vergleichbares Intelligenzniveau aufzeigen.
Ja, so, das heißt, wir müssen dann bestimmte Dinge häufiger wiederholen, wir müssen bestimmte Dinge noch deutlicher erklären, wir müssen es mit einfacheren Worten erklären. Und das ist eine wirkliche Herausforderung, weil Sie können sich sicherlich vorstellen, jetzt schon, nachdem Sie das erste Jahr absolviert haben, dass wenn man erstmal sich diese Sprache angewöhnt hat, wenn man es erstmal gelernt hat, wissenschaftlich zu denken, dann hat man eine bestimmte Art und Weise des Vorgehens entwickelt. Wenn man jetzt sozusagen mit Menschen spricht, die eben diese wissenschaftliche Denkweise nicht haben, muss man sich in seiner Sprache auf etwas mit anderen Worten an die Menschen wenden. Ich kann eben nicht mit lateinischen Worten sprechen. Ich kann auch nicht in komplexen Zusammenhängen denken, sondern ich muss in dem Moment einfache Schlussfolgerungen, nachvollziehbare Schlussfolgerungen zeigen, viel mit Bildern sprechen und auch versuchen, es immer wieder nachzufragen, ob das, was ich sage, verständlich ist. Ja? Und da spreche ich nur über das Problem, wenn jemand eine etwas geringere Intelligenz hat. Ja? So, und das macht den guten Arzt aus, dass er weiß, okay, bei dem Menschen verhalte ich mich so und bei dem so. Das hat nichts damit zu tun, dass man zum Chamäleon wird, ja? In keiner Weise, sondern so wie Sie ja von sich aus auch wissen, dass Sie, wenn Sie vielleicht mit einem dreijährigen Kind zusammentreffen, anders sprechen, als Sie vielleicht mit Ihrer Mutter sprechen. Ja, hoffe ich jedenfalls. Ja, so, also dann wissen Sie, okay, ich versuche mich ja auf den anderen einzustellen. Ja, so, also ich verwende andere Worte. Ja? Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass man sich das bewusst macht. Das unterscheidet die spontane Kommunikation von der sogenannten Erwachsenenkommunikation oder professionellen Kommunikation, mit der wir uns dann auch im Selbstsicherheitstraining auseinandersetzen werden. Ja, welche Worte wähle ich, dass der andere mich verstehen kann? Ja? Da gibt es in den verschiedenen Fachdisziplinen, Diabetologie, Kardiologie, Rheumatologie, Onkologie, ganze Wochenendseminare, sogenannte Train-the-Trainer-Seminare, wo sich multimodale Teams, also Ärzte, Physiotherapeuten, Schwestern, Psychologen, Ergotherapeuten zusammensetzen und anhand von spezifischen standardisierten Programmen die Patientensprache wieder erlernen. Ja, also das, was Sie sozusagen vor einem Jahr noch spielen konnten, wird vermutlich durch das Studium etwas in Vergessenheit geraten und dann muss es halt auf einem neuen Level wieder hervorgehoben werden. Ja? Und es folgt im Prinzip dem, wie Einstein so schön zu sagen pflegte, hohe Intelligenz zeigt sich darin, schwierige Sachverhalte mit einfachen Worten darstellen zu können. Na, und das ist wirklich eine Herausforderung. Und deswegen ist gerade diese Frage, wie intelligent jemand ist oder auch wie motiviert jemand ist, da kommen wir dann später noch drauf, ein besonderer Anspruch an die Kommunikation, die wir mit unseren Patienten haben. So, dazu braucht man natürlich auch ein bisschen Faktenwissen, damit man sich damit auskennt und das einschätzen kann. Und hier habe ich Ihnen mal etwas mitgebracht, wie man sozusagen die Intelligenz standardisiert hat. Wir sprechen also von einer Normalbegabung, wenn der standardisierte Intelligenztest einen Wert zwischen 85 und 129 zeigt. Ja, Sie sehen hier auch die Normalverteilung. Ja, und das sind dann eben genau diese 85 bis, also hier dieser Bereich, bis 129, wo wir von der Normalbegabung sprechen. Dann haben wir die Hochbegabung, das geht mehr so in diesem Bereich, das ist ab einem IQ von 130 bis 144 und die Höchstbegabung von 145 bis 189. Das war das Höchste, was bisher gemessen werden konnte. Wir sprechen von einer Borderline-Intelligenz, wenn es sich hier um ein IQ von 70 bis 84 handelt. Borderline-Intelligenz deshalb, weil wir noch nicht von dem psychiatrischen Krankheitsbild der Minderbegabung hier sprechen können und es sich auch oft mischt mit Lernstörungen, wenn also jemand große Konflikte zu Hause hat, ja, wenn zum Beispiel sexueller Missbrauch in der Familie existiert oder ein schwerer Scheidungskampf existiert, dann kann es dazu kommen, dass das Kind eine Lernstörung entwickelt und das kann sich in auch einer Lernverweigerungshaltung erweisen, die sich dann sozusagen als Borderline-Intelligenz zeigt.
Ja, da muss man höllisch aufpassen, wie man da vorgeht und ihn nicht sozusagen sofort in so einer Sonderschule überweisen, sondern schon gucken, wie man ihn weiterhin integriert. Da sind allerdings unsere Schulen doch etwas stark gefordert und zum großen Teil auch überfordert mit. So, gehen wir weiter zu den Minderbegabungen, was also reine Diagnosen auch sind, und zwar nach dem ICD-10. Ich habe Ihnen das auch mal aufgelistet, wie das dann kodiert wird. Also F70 ist die leichte Intelligenzminderung, das ist also ein IQ von 50 bis 69. Das sind also die Menschen, die noch sauber werden konnten, die auch lernen können, einzelne Worte zu sprechen. Manche können sogar auch noch bis zur ersten, zweiten Klasse mitgehen und auch einige Worte schreiben und lesen lernen. Man kann sich mit ihnen relativ gut verständigen. Vielleicht haben Sie mal davon gehört, dazu gehört das Krankheitsbild der Trisomie 21, wo also auf dem 21. Gen ein Triple dazugekommen ist während der Entwicklung des Fetus. Und die Kinder, denen sieht man das auch äußerlich an, die haben dann so eine schmale Lidfalte, ja, das ist so ein bisschen asiatisches Aussehen um die Augen herum und oftmals sehr kleine Hände und sehr kleine Ohren, sehr kleine Füße auch, also die Extremitäten sind sehr klein, sie sind oft gedrungen und haben als Krankheit häufig einen Herzfehler. Das gehört alles dazu, zu diesem Bild, wenn sozusagen dieses Gen 21 gestört ist. Und bei diesen Kindern findet sich halt eine Intelligenzminderung, die sich eben halt im Intelligenztest zwischen 50 und 69 zeigt. Nichtsdestotrotz kann aber bei diesen Kindern auch eine isolierte Hochbegabung, also eine Inselbegabung vorliegen, zum Beispiel im künstlerischen Bereich. Ja, ich habe vor meinem Studium ein Jahr in der Tagesstätte für geistig und körperlich behinderte Kinder und Jugendliche gearbeitet in Berlin und habe dann eben gesehen, dass es da auch Kinder gab, die haben also so Bilder gemalt, das war meistens so naive Malerei, die sogar in Ausstellungen dann gezeigt werden konnten. Ja, also das gibt auch diese Inselbegabung, trotz der Intelligenzminderung. Eine mittelgradige, gehen wir weiter zur F71, mittelgradige Intelligenzminderung, IQ 35 bis 49 ist so, dass die Kinder nicht mehr sprechen können, dass sie meistens auch Schwierigkeiten haben, sauber zu werden, dass sie also permanent Hilfe brauchen und auch an Schulbesuch nicht zu denken ist. Die F72 schwere Intelligenzminderung, IQ 20 bis 34, ist dann so, dass die Kinder meistens auch nicht mehr laufen können, dass oftmals Epilepsien das Gehirn weiter zunehmend belasten und die Kinder auch nicht in der Lage sind, bestimmte Gegenstände zu fixieren. Und größte Schwierigkeiten haben zu überleben. Und die F73 ist die schwerste Intelligenzminderung, also unter 20. Da wirkt sich das so stark aus, dass man das schon am Körperwachstum sieht. Das heißt, dass, Sie können sich vorstellen, ein 8-jähriger Junge von der Größe eines 6 Monate alten Kindes, Säuglings. Ja. So, also das heißt, wo also auch die körperliche Weiterentwicklung stark vermindert ist. Im ursprünglich psychiatrischen wurde das noch als Idiotie bezeichnet. Ja, das sagt man heute nicht mehr so unbedingt, ja, sondern man nimmt eher diese Kategorisierung leichte Intelligenzminderung, mittelgradige, schwere und schwerste Intelligenzminderung. So, wie kann man jetzt die unterschiedlichen Formen der Intelligenz sehen? Wir unterscheiden hier zum Beispiel zwischen fluider Intelligenz und kristalliner Intelligenz. Und wenn Sie an die gestrige Vorlesung denken, wo wir uns über Demenz und Alzheimer auch verständigt haben, da war dieser Begriff der fluiden Intelligenz, ist ja schon mal aufgetaucht. Also die fluide Intelligenz ist die Fähigkeit, unbekannte Probleme zu lösen und neue Situationen zu bewältigen, ohne dabei auf bekanntes Wissen zurückzugreifen.
So, das heißt also, sich an Gegebenheiten anzupassen und versuchen, ein Problem zu lösen. Dazu gehört zum Beispiel auch diese Fähigkeit des reihen Fortsetzens. Ja? Also, das wir uns gleich mal genauer angucken werden. Die kristalline Intelligenz dagegen ist die Fähigkeit, erworbenes Wissen auf Probleme anzuwenden. Und das ist eher das, was im Alter erhalten bleibt, was aber leider auch zerstört wird, wenn es sich um solche hirnorganischen Prozesse handelt, wie Demenz oder Alzheimer. Die fluide Intelligenz soll angeblich im Alter abnehmen, aber auch da diskutieren die Gerontologen immer mehr dagegen, und zwar in dem Maße, wie eher die Bedingungen, die Lebensbedingungen zunehmen, die sich verbessern und ältere Menschen sich auch immer weiter bilden können. Ja? Ich habe jetzt in dem letzten halben Jahr, wo ich im Sabbatical, im Freisemester war in Kalifornien, an der UCLA, habe ein Beispiel eines Altwerdens erlebt, was mich zutiefst beeindruckt hat. Und zwar war das eine sogenannte Senior Community, wo Menschen, die älter waren als 60 Jahre, zusammenlebten. Die hatten die sogenannten Mobile Homes, vielleicht haben Sie davon schon mal was gehört, die werden sozusagen als halbe Häuser auf einem LKW antransportiert und dann zusammenmontiert. Kann man dort bei diesem Klima gut machen, ist alles schön. Und das Beeindruckende an diesem Zusammenleben der älteren Menschen war das, dass sie sich sehr aktiv ihrem Älterwerden gegenübergestellt haben. Also zum Beispiel wurde ich da mit der Frage konfrontiert, was willst denn du mal werden? Ja, so, also da wohnten viele Leute, die so entweder Ärzte gewesen waren oder Rechtsanwälte, Richter, Künstler, ja, so, die wohnten alle zusammen. Und die haben sich, nachdem sie sozusagen in das Rentenalter gekommen sind, dann überlegt, was werde ich denn jetzt? Ja, das ist schon mal eine ganz andere Philosophie des Herangehens, als es vielleicht noch vor 30 Jahren waren. Und da war eben eine, die hat ein Theaterstück geschrieben für diese älteren Menschen, hatte ganz genau vor Augen, ja, wie diese, also wer sozusagen welche Charaktereigenschaften hat, welche Fähigkeiten, und hat daraus ein Stück geschrieben und hat damit alle Gebrechen, die sich so im Alter einstellen, über die wir ja auch im Sommersemester schon gesprochen hatten, auch mit berücksichtigt, bis hin dazu, dass in diesem Stück ein Opernsänger vorkam, der wirklich ein Opernsänger gewesen war, der aber Schwierigkeiten hatte zu hören, der also des Öfteren sozusagen Sätze zwei, dreimal hören musste, ehe er sozusagen das verstehen konnte. Ne? So, und dieses Stück wurde eingeübt von diesen Leuten, die also da so zwischen 70 und 98 waren, und wurde mit großem Erfolg da aufgeführt, ja, innerhalb dieser Senior Community, mit sehr viel Humor, mit sehr viel Engagement. Sie haben sich Klassen gebildet, wie man im Englischen sagt. Sie haben gesagt, ich will eine Art Class besuchen, ich möchte lieber schwimmen, wir treffen uns früh um 7 und joggen. Ja, so, das ist natürlich nicht das Niveau, das Sie kennen, wenn Sie joggen. Aber für diese Leute war das gemäß ihrem Alter, ja, die Möglichkeit, sich mit bestimmten Dingen auf eine ganz aktive Art und Weise auseinanderzusetzen. Und deren fluide Intelligenz, würde ich sagen, war ziemlich hoch. Ja? Also das heißt, es kommt auch immer auf die Gegebenheiten an, in denen sich die Menschen befinden, wie sich sozusagen die Intelligenz weiterentwickeln kann. Ich habe im Übrigen noch keine Antwort auf die Frage, die mir da gestellt wurde. Habe ja auch noch ein bisschen Zeit. So, jetzt gucken wir uns mal einen Test an zur fluiden Intelligenz. Sie sehen hier Viereck, und innerhalb dieses Vierecks sind drei Reihen abgebildet, und in der dritten Reihe fehlt ein Teil. Die Antwortalternativen sind hier unten abgebildet. Dieser sogenannte Raven-Matrizentest testet die fluide Intelligenz in dem Sinne des Reihenfortsetzen. Welche der sechs Antwortalternativen passt da rein? Bitte nochmal. Richtig? Sehr gut. Das war korrekt. Wie sieht das hier aus?
die Zeit ist schon vorbei, meine Lieben. Ja, also man hat dann auch noch bei diesen fluiden Intelligenzaufgaben natürlich einen gewissen Zeitdruck, immer so 20 Sekunden pro Aufgabe. Und ich müsste jetzt eigentlich weitergehen und müsste das sagen, weil nichts gekommen ist. Aber geh zurück. Was könnten Sie sich vorstellen? Was passt da rein? Die 6, richtig. Ne? Also das heißt, wo immer 1 und, zeige ich mit meinem Finger drauf, wo die 1 und die 2 sich sozusagen addiert. Ja, das ist die Regel. Ja? Und hier addiert sich dieses mit diesem und wird zu diesem. Ja, so. Und um diese Regel zu erkennen, ist man sozusagen, das nennt sich dann Reihen fortsetzen. Ja? So, und davon gibt es natürlich eine ganze Menge mehr. Nehmen wir ein anderes Beispiel, was nicht mehr mit fluider Intelligenz zu tun hat, was auch mit fluider Intelligenz zu tun hat, aber nicht mit Reihen fortsetzen. Und hier ist die Aufgabe, Sie gucken sich die 3 oberen Manometer an, dann gucken Sie sich das untere an und jetzt sollen Sie entscheiden, ob der Zeiger in dem unteren Manometer in dem Bereich von 90 Grad jeweils nach rechts oder links von den 3 Nadeln, also dieser, dieser und dieser, zu finden ist in diesem Bereich. Ja, ne? Also 90 Grad wäre ja dann immer von hier bis ungefähr, na sagen wir mal hier, beziehungsweise bis ungefähr hier. Ne? Und da der untere Zeiger sich auf der 12 befindet, würde er bei dieser Uhr reinpassen. Hier würde das ungefähr da sein und dort sein. Also würde es auch reinpassen. Hier wären die 90 Grad in etwa. Hier? Sie sehen meine Maus nicht. Das ist aber sehr schade. Okay. Das ist natürlich doof. Also, aber Sie wissen, was 90 Grad sind. Na, dann bin ich ja ganz erleichtert. Also, das heißt, wenn Sie jetzt sich die oberen Zeiger angucken und Sie bilden nach rechts und links jeweils die 90 Grad und gucken, ob sozusagen der untere Zeiger da reinpasst, dann ist die Frage beantwortet, ja. Okay, Sie haben dafür eigentlich 10 Sekunden Zeit. So, jetzt steigert sich das aber. Die Anzahl der Uhren nimmt zu und dann sieht es so aus. Jetzt haben Sie auch wieder 10 Sekunden Zeit, das heißt, Sie können nicht sozusagen gleich durchgehen, ja, welche Uhr jetzt irgendwie übereinstimmt oder welche nicht übereinstimmt, sondern das muss sozusagen ein kurzer Blick sein, ja, eine kurze Aufmerksamkeit, ja, die das sozusagen Ihnen sagt oder nicht. Und diese Art von standardisierten Tests sind auch Intelligenztests, ne? Wie schnell sozusagen die Auffassungsgabe ist und das eben aufnimmt. Ne? Okay, ich gehe jetzt mal weiter. Sie können sich das ja dann nochmal in Ruhe im Vorlesungsskript angucken. Kommen wir zur höchsten Form der Intelligenz und das ist die Intuition. Lange Zeit hat man diese Form der Intelligenz unterschätzt und hat gesagt, ach, Bauchgefühl, ja, nur weil das sich so anfühlt, na hallo, ja, so. Und heutzutage weiß man aber nach intensiver Forschungsarbeit, insbesondere von den pädagogischen Wissenschaften, dass die Intuition eher die höchste Form der Intelligenz ist, weil das ist die Fähigkeit, die Einsichten in Sachverhalte, Sichtweisen, Gesetzmäßigkeiten und die subjektive Stimmigkeit von Entscheidungen zu erlangen. Und zwar ohne diskursiven Gebrauch des Verstandes, also etwa ohne bewusste Schlussfolgerung. Ja, so und das wiederum, wenn Sie sich erinnern an das Beispiel, was ich Ihnen darstellte, mit den Brustkrebspatienten, als sie die Diagnose erfahren haben, ja, und wir sie gefragt hatten, werden sie diese Krankheit überleben oder werden sie an dieser Krankheit sterben? Und ich habe Ihnen berichtet, es gab eine Übereinstimmung von über 95%, ja, mit der Realität später. War auf Intuition der Patienten begründet. Ja? So, das heißt, die Patienten, die zu dem Zeitpunkt, genauso wie wir als Behandler, noch keine objektiven Daten haben konnten, ja? Weil einfach, wir waren noch gar nicht so weit mit unserer Messung, wir wussten nur aufgrund des Mammographiebefundes, dass dort ein Tumor vorliegt, der behandelt werden muss, aber wir konnten noch nichts sagen vom histologischen Befund, ob es nun bösartig oder nicht bösartig ist, spürten die Patienten schon, wie
das sozusagen, welche Perspektive sie haben. Ja? So, und das bedeutet, hier kommt etwas zusammen, hier kommt die Introspektionsfähigkeit zusammen, hier kommt Erfahrung zusammen, hier kommt auch Wissen, wie jemand sozusagen mit seiner Krankheit umgeht und wie jemand auf Krankheiten selber reagiert. Und all das, also Erfahrung, Wissen und Erkenntnisse kommen zusammen und das nennt sich dann Intuition. So, und von dieser Intuition gibt es ganz viele verschiedene, die letzten Endes auch unsere Begabung ausmacht. Zum Beispiel eine Begabung, auf Anhieb eine gute Entscheidung treffen zu können, ohne die zugrunde liegenden Zusammenhänge explizit zu verstehen, das Bauchgefühl. Ja? So, das heißt also, wenn Sie zum Beispiel in der Prüfung sitzen und diese vielen, vielen Multiple-Choice-Fragen beantworten dürfen und irgendwie denken, das ist es, und nicht unbedingt begründen können, warum, dann bitte lassen Sie es dabei. Nehmen Sie das und lassen es dabei. Ja? Wir haben oft erlebt, dass jemand sich verschlechtert hat, weil er im Nachhinein korrigiert hat. Machen Sie das nicht. Ja, Sie haben bestimmt alle ein gutes Bauchgefühl. Und wenn Sie dem folgen, können Sie eigentlich in vielen Fällen nur richtig liegen. Ja? Sei denn, Sie sind sich hundertprozentig sicher, dass Sie hier einen Fehler gemacht haben. Ja? So, dann das Weitere, die schnelle, eingebungsmäßige Einsicht in Zusammenhänge und ihre Erkenntnis ohne bewusste rationale Ableitung oder Schlüsse, sowie auch das Entstehen neuer Erfindungen und Ideen. Ich habe als Beispiel aufgeschrieben, Friedrich August von Stradonitz hat den Benzolring entdeckt, und zwar im Traum. Und da war er bestimmt nicht der Einzige. Ja? Wir sprechen in der Schlafforschung von dem sogenannten luziden Träumen. Und das ist eine Form des Träumens, wo der Mensch in der Lage ist, Probleme zu lösen. Und von Beethoven zum Beispiel wird auch berichtet, dass wenn er an einem Stück geschrieben hat, er nicht selten davon geträumt hat und dieses, was er dort in seinem Traum entwickelt hat, das dann zu Papier gebracht hat. Ja? Und wir kennen ja den Wert dieser Musik, also das heißt, das war also doch eine sehr produktive Fähigkeit auch im Traum. Ja? So, und auch das gehört zur Intuition. Oder die Fähigkeit, Eigenschaften und Emotionen in Sekundenbruchteilen, unbewusst oder bewusst, komplex und instinkthaft zu erfassen. Das, was wir eben mit den Manometern gesehen haben, ja? Wo man also nicht sozusagen Uhr für Uhr durchstreift, sondern einen Blick und sieht, passt oder passt nicht. Ja? Das gibt es tatsächlich. Die unbewussten Gründe für eine bestimmte Entscheidung, ja, ist Intuition. Ja, zum Beispiel wird berichtet von einer Situation, dort wird in das Boston Art Museum eine Statue gebracht und die Chemiker, die sich die Statue anschauen, sagen, ja, also die ist schon mindestens 2000 Jahre alt. Okay, so, dann kommen andere Experten, die aus Griechenland sind, gucken sich die Statue an und sagen, nee, auf den ersten Blick, keine 5 Minuten. Diese ganzen chemischen Analysen wurden von ihnen sozusagen in Zweifel gezogen. Dann hat das dieses Boston Art Museum so interessiert, warum es hier zu dieser Diskrepanz kam, weil die wollten natürlich auch eine gewisse Wahrhaftigkeit haben in der Darstellung ihrer Kunst und hat diese Statue ausfliegen lassen nach Griechenland, wo sie direkt von Spezialisten untersucht worden ist. Und dann stellte sich raus, dass diese Statue oder einige Teile der Statue sicherlich vor 2000 Jahren ursprünglich entwickelt worden sind, dann aber natürlich durch wahrscheinlich zeitlichen Verfall oder durch Kriege bestimmte Teile dieser Statue ersetzt werden mussten. Und diese Experten, die sozusagen zuerst gesagt haben, nee, die kommt nicht, also die ist nicht 2000 Jahre alt, haben bestimmte Kleinigkeiten gesehen, wie zum Beispiel Fingernägel, was ihnen in dem Moment gar nicht bewusst war, wo sie aber erst im Nachhinein drüber nachdenken, dachten und sagten, ja, diese Kunst vor 2000 Jahren hatte keine Fingernägel dabei. Ja, konnten das aber in dem Moment gar nicht sagen, sondern sie haben einfach was gesehen und hatten sofort
die den Eindruck, nee, das kann es nicht sein. Ne? So, und das macht eben genau diese Intuition aus. Das heißt, wenn man seiner Intuition glaubt, der vertraut, kann man dadurch zu ganz neuen Problemlösungen kommen, weil man dann nicht sagt, wie muss es sein, sondern eher, warum habe ich denn das jetzt so empfunden oder so gedacht? Was steht denn dahinter? Ja, und schon akzeptiert man das als gegeben, obwohl es noch nicht bewiesen ist, und guckt nach den Gründen, ne, und kann damit zu ganz neuen Erkenntnissen kommen. Oder das Einfühlungsvermögen in intrapsychische Sachverhalte, das, was wir Empathie nennen, ne, das, was Sie vielleicht schon erlebt haben oder auch morgen noch erleben, wenn es um das Gespräch mit dem Schauspielpatienten geht. Ja. Und was man zum Teil trainieren kann und zum Teil bringt man das mit. Ja. Wir wissen nicht, inwiefern Menschen das erlernen können. Wir wissen nicht, inwiefern Menschen das ausbauen können. Wir wissen nur, dass es ein bestimmtes Krankheitsbild gibt. Das ist das Krankheitsbild der Soziopathie, der Psychopathie, wo also bestimmte Hirnregionen nicht vorhanden sind. Das sind die Spiegelneurone. Und diese Menschen können keine Empathie empfinden. Die können also nicht mitempfinden. Ja, so. Aber andere Menschen, die sozusagen diese Spiegelneurone haben, können durchaus diese Empathie entwickeln und das je nach Ausbildung zu unterschiedlichem Grad. Ne? Und so wie ich heute früh schon ausführte, ist das ja, wenn man den Untersuchungen glauben darf, und die sind sehr überzeugend, eine der wichtigsten Prädiktoren für den späteren Beruf für den späteren Erfolg in unseren Berufen. So indirekt der gesunde Menschenverstand. Also Intuition hat einen engen Zusammenhang mit der inneren Logik der Gegebenheiten und auch mit früheren Erfahrungen. Und das heißt, wenn Sie zum Beispiel in einen neuen Arbeitskreis kommen oder in eine neue Gruppe von Menschen und Sie spüren, hier ist irgendwas nicht in Ordnung oder hier sind bestimmte Spannungen, dann können Sie das gar nicht mal unbedingt vielleicht in Worte fassen, was es konkret ist, aber Sie haben ein bestimmtes Gefühl. Und diesem Gefühl zu folgen, kann oftmals helfen, dann auch diese Spannung zum Beispiel abzubauen, indem man dem nachgeht und diese Situation sich eben genauer ansieht. Oder auch der Geistesblitz. Ja? Eine besondere Form der Intuition ist der Geistesblitz, bei dem unerwartet ein neuer Gedanke entsteht. Das, was wir uns immer in Prüfungen wünschen, ne? So, und zuweilen ja hoffentlich auch mal eintritt, wird natürlich auch in der Forschung gegeben, ne? Wo also man nach einer bestimmten langen Zeit irgendwo plötzlich einen Gedanke hat und genau das ist die Lösung. Ja? Sie haben ja bestimmt schon gehört, dass viele sehr gute Forschungsergebnisse so auf Zufällen beruhen. Ja? Ja, und diese Zufälle sind häufig verbunden mit dem sogenannten Geistesblitz. Ja. So, und aus diesem Grunde sagt man, dass die Intuition die höchste Form der Intelligenz ist. Das heißt, die Intuition ist immer die Verbindung von Kognition und Emotion. Wenn ich also versuche, meine Emotion herunterzuspielen und zu sagen, ach, ist ja nur emotional, ja, alles muss ja rational erklärbar sein, nehme ich mir ganz viel von meiner Intuition weg. Ja, so ist also, muss man mal sagen, ein Fehler. Ja, also das heißt, folgen Sie Ihrem Gefühl, ja, gucken Sie, wie Sie sich das kognitiv oder rational erklären können und dann könnte es sein, dass genau die Intuition Sie auf den Weg führt, nachdem Sie schon lange gesucht haben. Das heißt, die Intuition ist die zentrale Fähigkeit zur Informationsverarbeitung und zur angemessenen Reaktion bei großer Komplexität der zu verarbeitenden Daten. Und das ist was ganz Wichtiges, weil Sie werden, sobald Sie in den klinischen Bereich übergehen, erkennen, dass das, was man im Lehrbuch liest bezüglich der Krankheiten, vielleicht zu, wenn ich ganz nett bin, 15% auftritt. Ja, so. Das heißt, das, was uns wirklich das Leben zeigt, sind viel, viel komplexere Dinge. Ja, ich kann mich noch erinnern, einer meiner jungen Kollegen, der damals in die Rheumaklinik kam, der sagte, nachdem er so 2 Monate bei uns war, also eins habe ich jetzt schon begriffen, also wenn jemand Kopfschmerzen hat, dann muss ich mir die Zehen angucken.
Es hört sich etwas seltsam an. Es hat einfach den Hintergrund, dass rheumatische Erkrankungen sich an den inneren Gefäßen abspielen können. Und vor allen Dingen sind dann die entzündlichen Prozesse an den kleinen Gefäßen besonders betroffen, also zum Beispiel an den Zehen. Und wenn jetzt jemand Kopfschmerzen hat aufgrund von sogenannten Vaskulitiden, also entzündlichen Gefäßerkrankungen, dann sieht man das an allererster Linie an der Blau- oder Weißfärbung der Zehen. Ja? Und so sagt er eben, okay, wenn mir jemand erzählt, der hat Kopfschmerzen, muss ich mir die Zehen angucken. Ja? So. Und das zeigt die ganze Komplexität. Ja? Und wenn man mit dieser Komplexität konfrontiert ist und gelernt hat, dem Patienten zuzuhören, ja, wie der Patient etwas ausdrückt, und das ist ja was anderes als das, was wir sozusagen aus unserem Wissensbestand schöpfen, dann entscheidet tatsächlich die Intuition, welches der Symptome, die uns hier geschildert werden, die primären sind. Ja, also wonach ich meinen Therapieplan dann ausrichte. Ne? Und deswegen mein Appell, ja, verurteilen Sie nicht Ihre Emotionen, sondern pflegen Sie die ordentlich, ja, in der Art, wie wir das ja in den letzten Vorlesungen schon gesagt haben, und gucken, wie sich manches sozusagen rational erklären kann von dem, was Sie eben empfunden haben. Es gibt ein schönes Buch, wenn Sie vielleicht dann die Prüfung vorbei sind und Sie wieder ein bisschen Luft haben. Blink heißt das, von Gladwell, vielleicht kennt es auch der eine oder andere. Und der hat über diese Phänomene der Intuition beschrieben. Ja? Der hat auch beschrieben, wie sich bestimmte Situationen in der Kardiologie entwickelt haben, aufgrund von Intuition von Kardiologen, die dieses Feld besonders bestimmt haben. Der hat auch über Partnerschaften gesprochen, das will ich Ihnen jetzt aber noch nicht erzählen, weil das Gegenstand unseres Selbstsicherheitstrainings ist, auch hochinteressante Sachen. Also kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn der Prüfungsstress mal vorbei ist, sich auch mal mit sowas vielleicht zu beschäftigen. So, kommen wir jetzt zum zweiten Teil, also zu den Emotionen. Wir unterscheiden primäre und sekundäre Emotionen. Darüber hatten wir schon im Sommersemester gesprochen. Zu den primären Emotionen gehört die Freude, die Überraschung, der Ärger, der Ekel, die Angst, die Trauer und die Verachtung. Im Selbstsicherheitstraining werden wir uns ab der zweiten Stunde mit einem Computerprogramm beschäftigen, wo Sie trainieren, diese Emotionen im 20-Millisekunden-Bereich zu erkennen. Ja? Hört sich erstmal ein bisschen schwierig an, ist vielleicht für den einen oder anderen auch nicht so leicht, aber die sogenannten Facial Micro-Expressions zu erkennen, kann einen, wenn man das trainiert hat, sehr viel Sicherheit geben, weil viele Menschen, die vielleicht im Konflikt sind oder bestimmte innere Probleme nicht wahrnehmen wollen, es über die Körpersprache und insbesondere über das Gesicht ausdrücken. Und wenn Sie die Fähigkeit erringen, im Gesicht zu lesen, wie in einem Buch, dann können Sie sich innerlich auch wesentlich sicherer fühlen. Selbst wenn jetzt jemand Ihnen etwas anderes erzählt, als das, was er gerade auf seinem Gesicht zeigt. Ja? So, und dazu ist wichtig zu wissen, okay, das sind hier also unsere primären Emotionen. Die sind also klare Emotionen, Freude, Überraschung, Ärger, Ekel, Angst, Trauer und Verachtung, im Unterschied zu den sekundären Emotionen wie Scham, Schuldgefühle, Neid, Eifersucht, Stolz, um einige zu nennen. Und diese sind sozusagen die Mischung aus primären Emotionen. So, wie zeigen sich nun die Emotionen in Abhängigkeit von unserer Stimmung? Die Emotion, zum Beispiel die Traurigkeit, kann relativ kurzzeitig wirksame Reaktionsmuster zeigen oder damit verbunden sein, zum Beispiel mit körperlichen, peripherphysiologischen Reaktionen. Ja, jeder, der schon mal traurig war, weil er vielleicht versetzt wurde oder weil er belogen wurde oder weil er vielleicht jemanden verloren hat, der ihm lieb und teuer war oder Abschied nehmen musste, weiß, dass man bestimmte peripherphysiologische Reaktionen durchaus zeigen kann. Ja, damit meine ich nicht nur das Weinen, sondern auch vielleicht, dass man dann in dem Moment keinen Appetit mehr hat.
ja, so, oder vielleicht sich nicht mehr so viel bewegen will. Ja, also alles geht irgendwie nach unten, alles wird irgendwie depressed, ja, wird heruntergefahren. Ja. So, es kommt hierbei zu einer Aktivierung zentral nervöser Systeme. Das ist vor allen Dingen die Amygdala, die da aktiviert wird, und es ist vor allen Dingen die Serotoninausschüttung, die dort aktiviert wird. Und zwar läuft das so, dass das Serotonin zwar ausreichend produziert wird, aber sehr schnell weitergegeben wird und zu kurz im synaptischen Spalt verbleibt, sodass letzten Endes dem Gehirn zu wenig Serotonin zur Verfügung steht und man aus diesem Grund traurig reagiert. Und dieses Serotonin hat zugleich aber auch die Funktion oder dockt an bestimmten Rezeptoren im Darm an, sodass Menschen, die diese Traurigkeit empfinden, häufig auch unter Verstopfung leiden. Ja, hat also einen ganz klaren Zusammenhang, aber über den Zusammenhang von Gehirn und Darm, da könnten wir noch eine ganze andere Vorlesungsreihe füllen, und das kommt dann wahrscheinlich, wenn Sie sich mit Proktologie beschäftigen, noch intensiver. Die Bewertungsprozesse sind verändert. Menschen, die traurig sind, sehen oftmals alles ein bisschen schwarz. Ja. Man hat eine spezifische Mimik und Körperhaltung. Die Mimik sehen Sie jetzt hier gerade, ne, in dem Bild. Die Augen und Mund sind eher ein bisschen nach unten gerichtet. Man hat auch eine Bereitschaft zu bestimmten Verhalten, also dass man sich etwas in der Aktivität zurücknimmt und, wie gesagt, oftmals auch keinen Appetit mehr hat, irgendwas zu essen. Die subjektive Erlebnisqualität ist sozusagen eingeschränkt. Laut Definition sind Depressionen länger anhaltende emotionale Zustände, die nicht auf eine bestimmte Ursache bezogen sind. Der Hintergrundcharakter macht eher das Auftreten bestimmter Emotionen wahrscheinlicher. So, das heißt also, dass die Depression niemals alleine auftritt, sondern da spielt immer noch Angst mit eine Rolle. Ja? Oder da können auch die Sekundäremotionen eine Rolle spielen, sowas wie Eifersucht. Ja? So kann man ja auch traurig werden, wenn sowas passiert. Und das heißt, es sind immer komplexe emotionale Situationen, die einen Einfluss haben auf unsere Gesundheit und auf unsere, wenn man eine chronische Krankheit hat, auch auf die Krankheit. Ja, das heißt also, es kann chronische Erkrankungen geben, die sich verstärken durch Depressionen. Es kann aber auch so sein, dass ein Mensch eine Depression entwickelt, weil er was Schlechtes erlebt hat oder weil er sich in seinen eigenen Kognitionen so verändert hat, dass er bestimmte Dinge, selbst wenn sie positiv sind, eher als negativ betrachtet. Ja? Dazu komme ich gleich noch. Das heißt, wir haben zwei Krankheitswertigkeiten. Das eine, das ist eine sozusagen eine Komorbidität, das ist der Fachbegriff dafür, bildet, zu einer anderen Erkrankung, meinetwegen zum chronischen Schmerz oder wenn jemand die Diagnose eines einer Karzinomerkrankung bekommt, ne, dann sind die meisten Menschen erstmal in der Situation, mit Traurigkeit zu reagieren. Oder es können auch Primärdiagnosen sein, wenn jemand eine Depression entwickelt. Und hier unterscheidet man verschiedenste Formen. Also erstmal kann man zwischen endogen und exogen unterscheiden. Das heißt also, die rein psychiatrische Diagnose der Depression, die sich auf mehr biologische Vorgänge bezieht und die oft mit Warnsystemen oder Schizophrenie einhergeht. Und dann aber auch die mehr psychisch bedingte, durch sozusagen falsch gelernte oder fehlgelernte Einstellungen bedingte Depression. Und die wiederum kann unterschieden werden in Kurzzeitdepressionen, also dass man so mindestens 2 Wochen traurig ist. Ja. Eine mittelfristige, das ist dann schon ein bisschen länger als 2 Monate. Und dann eine andauernde, eine sogenannte Dystonie oder auch depressive Persönlichkeitsstörung, die im Prinzip permanent vorhanden ist. Ja. So, und diese Menschen haben meistens dann, also jetzt die letztgenannten, wirklich was Schlimmes erlebt in ihrer Kindheit, was sie sozusagen ihr ganzes Leben lang beeinflusst hat. Ja. So, während das andere, diese kurzzeitige oder mittelfristige, die kann ziemlich häufig auftreten. Ja? Und mal 2 Wochen traurig sein, zum Beispiel, wenn man vielleicht abgelehnt wurde in der Partnerschaft oder hintergangen wurde oder wenn man vielleicht sich irgendeinen anderen anderes Ziel nicht erreicht hat, was man unbedingt erreichen wollte, passiert ziemlich häufig. Ich komme gleich noch auf die Prävalenzen.
So die Ebene der emotionalen Reaktion werden wieder hinsichtlich drei Ebenen betrachtet. Bei unseren, wenn man über Gefühle, über Emotionen spricht, da haben wir einmal das kognitiv-verbale. Ja? Jemand, der nicht depressiv ist und vielleicht kurz vor einer Herausforderung steht, würde sagen, oh, mal sehen, wie ich das hinkriege. Ja? Mal sehen, wie ich das schaffe. Jemand anders, der vielleicht depressiv ist, würde sagen, na, ich bin immer schon ein Pechvogel gewesen, also werde ich jetzt wahrscheinlich wieder versagen. Ja? Also nimmt sozusagen schon in Gedanken das Versagen vorweg. Ne? Motorisch-behavioral sieht man dann daran, dass die Menschen entweder total eingeschränkt in ihrer Aktivität sich verhalten, bis hin zum Stupor. Ja, das ist ein Begriff aus der Psychiatrie, wo die Menschen dann an einer Stelle stehen oder sitzen oder irgendeine Körperhaltung aufweisen, die eigentlich sehr unbequem ist, aber sich nicht mehr bewegen. Ja, also ein ganz starker biologischer Hintergrund. Oder die eher überaktiv sind und dann eben halt ihre, also man hört dann von den Partnern der Patienten, dass also der Betroffene keine Möglichkeit hat, überhaupt mal zur Ruhe zu kommen. Ja, der ist nicht in der Lage, mal 5 Minuten irgendwo zu sitzen, geschweige denn eine halbe Stunde und ein Buch zu lesen, ja, oder sich zu entspannen, ja, sondern ist extrem aktiv. Ja. Also diese zwei unterschiedlichen Ausrichtungen kann das haben und natürlich physiologisch-humoral, wie ich eben schon beschrieben habe, was den gestörten Serotoninhaushalt anbetrifft. Der emotionale Ausdruck der Primäremotion wird als unwillkürlich angeborene Reaktionsmuster bezeichnet. Dazu gehört also, wie gesagt, Freude, Trauer, Furcht, Wut, Überraschung und Ekel und ist oft von physiologischen Reaktionen begleitet. Es ist interessant, es ist fast in allen Kulturen gleich, lediglich im Japanischen ist ein anderes Level, ja, des Ausdrucks dieser Emotionen. Ja, die haben so diesen Begriff geschaffen, you have to smell the air, also du musst die Luft sozusagen riechen, wie der andere sich empfindet. Das ist aber der Philosophie geschuldet, dass sie sagen, jeder ist für seine Emotionen alleine verantwortlich und darf die anderen nicht belasten. Ja, das heißt, da muss man schon sehr, sehr genau hingucken, um das zu lesen. Aber das betrifft lediglich das Level. Ja, den eigentlichen Ausdruck der Facial Microexpressions ist sehr, sehr ähnlich, ja, selbst wenn die Kulturen unterschiedlich sind. Und wie ich vorhin schon sagte, diese Primär-Emotionen dauern nur Sekunden an. Ja? Und deswegen haben wir für Sie das Computerprogramm, das uns die Kollegen aus Stanford zur Verfügung gestellt haben, mit Paul Ekman zur Verfügung, dass sie sozusagen befähigen kann, das zu trainieren. Ja? So, wie entstehen nun eigentlich Emotionen? Darüber wurde, wenn Sie sich die Jahreszahlen angucken, die James und Lange-Theorie von 1848 oder Schachter und Singer von 1962 schon lange geforscht. Das heißt, das scheint Emotionen scheint ein größeres Rätsel zu sein als die Intelligenz. Ja, also das, was sich so schön oder auch manchmal so magisch anfühlen kann, ist offenbar für die Wissenschaft ein sehr schwieriges Feld, das zu erforschen. Ne? Und vielleicht ist das auch gut so, dass man nicht alles unbedingt erforschen sollte. So dieses, diese James- und Lange-Theorie, danach wird auch oft gefragt im Physikum, ist also wie gesagt schon so um 1880 entstanden und es war eine sehr biologistische Theorie, die davon ausging, dass ein bestimmter Reiz wahrgenommen wird und sofort eine physiologische Reaktion erfolgte. Hier kodiert mit somatosensorisch und autonomes Nervensystem. Und dieser physiologischen Reaktion folgte dann die subjektive Emotion. Ja, sicherlich trifft das auch zu, wenn man jetzt zum Beispiel sich vorstellt, man ist im Zoo und so ein Elefant ist irgendwie ausgebrochen. Dann hat man sicherlich nicht lange Zeit darüber nachzudenken, was man jetzt empfindet, sondern hat einfach nur Panik, ja, und empfindet sozusagen nur die physiologischen Reaktionen, bevor man überhaupt die Zeit hat, darüber nachzudenken. Ja. So, also es gibt durchaus diese Sachen, aber James und Lange haben das sozusagen in ihrer Ausschließlichkeit definiert und gesagt, Emotionen empfinde ich erst, wenn ich eine physiologische Reaktion gespürt habe. Schachter und Singer haben sich dann damit auseinandergesetzt und haben das eher
dialektisch betrachtet und haben gesagt, naja, also es ist eher so, dass beides zusammenkommen muss, bevor ich eine subjektive Emotion entwickle. Das heißt, ich kann aufgrund meinetwegen eines Angstreizes den auslösenden Reiz wahrnehmen und auch physiologisch reagieren. Aber zur selben Zeit bildet sich auch eine Kognition, ein Gedanke. Ne? Ich entscheide unwillkürlich Gefahr, nicht Gefahr. Ja? Und erst, wenn ich sozusagen das auch mit dem Gedanken gemeinsam gekoppelt habe, entwickle ich eine Emotion. Ja? Klar, wenn der angstauslösende Reiz als nicht gefährlich interpretiert wird, für mich ja, nicht gefährlich, dann werde ich in dem Moment auch nicht die Emotion der Angst entwickeln. So, also diese zwei Dinge stehen sich gegenüber. Ich möchte das gern mal mit Ihnen jetzt probieren, und zwar wird das nächste Dia Ihnen eine kleine Aufgabe geben, die Sie für sich selber mal ausprobieren können. Also, fangen wir an. Heben Sie die Augenbrauen an und ziehen Sie sie zugleich zusammen. Ziehen Sie jetzt die oberen Augenlider nach oben und versuchen Sie, die unteren anzuspannen. Ziehen Sie jetzt die Lippen in horizontaler Richtung auseinander. So, wie würde man diese Facial Expression, wie würde man das bezeichnen? Wollen Sie es mal zu zweit probieren? Gucken Sie sich doch mal an und probieren es mal. Also da steht nur die Lippen auseinanderziehen, nicht die Zähne zeigen, ja? Also, okay, was haben Sie entdeckt? Was ist das für ein Gesichtsausdruck? Was? Ein schrecklicher? Ich kann es nicht hören. Können Sie es nochmal sagen? Nee, eine Überraschung nicht, dann geht der Mund meistens auf. Es ist eigentlich, ja? Hm? Nee? Ja? Nee? Nee? Was haben Sie gerade jetzt hier auf der Verhaltensebene gemacht? Was haben Sie gerade gemacht? Wie war Ihr Verhalten gerade? Was haben Sie gerade eben erlebt? Haben Sie geweint? Sondern gelacht, genau. So, das heißt, dieses, was hier steht als eine Beschreibung, ist eigentlich die Vorform, bevor man anfängt zu lachen. Ja, so, also, und deswegen habe ich das jetzt sozusagen auch aufgeschrieben. Und Sie sehen, dass also alleine die muskuläre Bewegung, ja, von bestimmten Gesichtsmuskeln dazu führen kann, dass ein emotionaler Zustand entsteht. Wenn Sie also früh morgens vor den Spiegel treten und sagen, naja, sieht ja noch ganz gut aus, ja, so, dann werden Sie in dem Moment in einer positiven Stimmung sich befinden, ja, und diese positive Stimmung hoffentlich auch mit in den Tag nehmen. Wenn Sie das Gegenteil tun, werden Sie mit einer negativen Stimmung natürlich in den Tag gehen. Und so können Sie sozusagen durch die Beeinflussung rein auf muskulärer, auf der physiologischen Ebene ihre Stimmung beeinflussen. Ne? Das ist eine Möglichkeit. So, was ist nun die Rolle dieser peripheren Reaktion? Das heißt, wir haben hier die sogenannte Facial Feedback Hypothese. Die Kontraktion der Gesichtsmuskulatur führt zu Empfinden der dargestellten Emotion. Das haben wir eben gerade ausprobiert. Wir können aber unterscheiden zwischen echten und gespielten Emotionen. Ja? Wir werden uns zum Beispiel im Selbstsicherheitstraining, wenn wir uns mit den Microexpressions beschäftigen, auch den Unterschied angucken zwischen echtem Lachen und dem sogenannten sozialen Lächeln.
Ja, vielleicht beobachten Sie das mal, wenn Sie im Bus sind oder so und jemand will einfach nur freundlich sein, was sich im Gesicht bewegt. Ja? Im Unterschied dazu, wenn Sie vielleicht jetzt herzlich über irgendeine Sache lachen, so wie Sie es eben gemacht haben, ja, was sich dann für Muskeln sozusagen im Gesicht bewegen. Ne? Und daran kann man dann schon sehr erkennen, mit welcher Empathie mein Gegenüber sich sozusagen mir zeigt. Ja? Ist es jetzt nur eine reine Freundlichkeit, ein soziales Lächeln oder ist es ein wirklich echtes Lachen? Ja? Ist er jetzt wirklich sozusagen, wie man so schön sagt, committed mit der Situation, übereinstimmend? Ne? So, dieser Aspekt, den ich gerade angesprochen habe, hat ganz klare zentrale Grundlagen. Ja? Wir sehen also ein völlig anderes Reaktionsmuster im MRT, ob jemand sozusagen eher ein aufgesetzte Emotion zeigt oder eine echte Emotion. Ja, diese aufgesetzte Emotion ist dann eher etwas, wo mehr der kognitive Aspekt stärker im Vordergrund steht. Das heißt, da ist dann mehr der präfrontale Kortex aktiv, während die wirklich gelebte Emotion mit einer hohen Aktivierung der Amygdala einhergeht. Ja, so und diese Verarbeitung der emotionalen Information ist verbunden mit der Aktivierung charakteristischer Hirnregionen und hat aus diesem Grunde dann natürlich auch wieder einen bestimmten Einfluss auf unser Immunsystem, unser endokrines System. Wie man so schön sagt, oder vielleicht kennt der eine oder andere auch den Film Patch Adams, den habe ich jetzt kürzlich gerade gesehen mit Robin Williams, ja, der also in die Medizin sozusagen eingeführt hat, dass man sich auf die Position des Patienten stellt, dass man versucht, seine Wünsche und seine Träume herauszufinden, um auf eine andere Art und Weise Heilung zu erzielen. Und ihm gelungen ist, dass er in dem Moment, wo er selbst Kinder, die in einer sehr schweren körperlichen Situation waren, zum Lachen zu bringen und das einen Einfluss hat auf die Heilung. Ja? Und aus dem Grunde ist es ungeheuer wichtig, ja, dass wir sehen, was erzielen wir denn mit unserem Verhalten in dem anderen. Ist es tatsächlich etwas, wo er uns durch ein echtes Lächeln rückmeldet, dass er sich jetzt angenommen und akzeptiert fühlt, ja, was meistens mit einer starken Endorphinausschüttung einhergeht und einen hohen Einfluss hat auf Gesundungsprozesse? Oder ist es eher, dass er freundlich und respektvoll unserem Wissen gegenübersteht? Ja, so, das ist jetzt so der ein biologische Aspekt, warum Empathie sich hoch korreliert mit Behandlungserfolgen. Ja, weil in dem Moment, wo der Patient spürt, dass wir wirklich in seinem Leben an seinem Leben mit teilnehmen, ja, fühlt er sich einerseits natürlich wohler, aber auch endokrinologisch werden Prozesse angestoßen, die also Heilungsprozesse hervorrufen können. Ja. Wir sehen das ganz besonders zum Beispiel bei Schmerzerkrankungen, wenn wir zum Beispiel messen können, dass 10-minütige Gespräche mit dem Patienten gleichzusetzen ist mit einer Schmerzreduktion, die durch 15 Milligramm Opiate erzeugt wird. Die Opiate haben Nebenwirkung. Das Gespräch mit dem Arzt aber, wenn es gut läuft, ja, hat keiner. Ja, sondern nur positive Auswirkungen. Und an diesen Mechanismen, die noch nicht bis zu Ende erforscht sind, das ist vielleicht mal Ihre Aufgabe, sieht man, wie sozusagen das Erzeugen von Wohlbefinden tatsächlich zur Reaktivierung, ja, von Gesundungsprozessen beiträgt. Ja, so, und aus diesem Grunde beschäftigen wir uns hier mit den Emotionen, weil es eben ganz wichtig ist, die mit zu beeinflussen. Hier unterscheidet man zum Beispiel, wenn wir uns die Amygdala als Hort der Emotionen anschauen, zwischen der schnellen und unbewussten Verarbeitung, die sogenannte Preparedness, wo also der Thalamus direkt Informationen an die Amygdala abgibt und der Kortex wenig beeinflusst ist. Im Unterschied zur langsamen und bewussten Verarbeitung, wo der Thalamus eher mit dem Kortex Verbindung eingeht
Konnektivitäten eingeht und der Cortex dann sozusagen die Amygdala aktiviert. Ja? Also das, was ich vorhin sagte mit dem sozialen Lächeln, ne, wo mehr Kognitionen eine Rolle spielen, ja? Während eben das spontane, echte Lächeln, ja, eher dazu führt, dass eben die Amygdala aktiviert wird primär und damit schon bestimmte Endorphine ausgeschüttet werden, die wiederum einen positiven, heilenden Effekt haben auf endokrine Prozesse und auch auf das Immunsystem. So, wie entsteht nun das subjektive Gefühlserlebnis? Es ist also immer ein Zusammenwirken von körperlichen, peripher physiologischen Reaktionen und zentralnervösen Verarbeitungssystemen. Und wie wir auch, wenn wir uns an die Stressvorlesung erinnern, kognitiven Bewertungsprozessen. So wie wir gestern sagten, es ist nicht der Stressor an sich, sei denn er ist extrem stark, der sozusagen den Menschen in die Situation bringt, sich neu anpassen zu müssen, ja, sondern es ist unsere eigene Bewertung. Ja. Und so spielt das natürlich auch eine Rolle, wie ich etwas empfinde, ja, in Abhängigkeit von unseren Bewertungsprozessen. Und diese Bewertungsprozesse sind Folge unserer Lerngeschichte, ja. Die können bedrohlich sein, die können aber auch zu einer emotionalen Selbstregulation führen. Ja? Heute zum Beispiel hatte ich gerade ein Gespräch mit einer Kollegin, die mir berichtete, dass sie ihre Tochter sehr vermisst, weil die ihr Studium dadurch finanziert, dass sie als Stewardess bei der Lufthansa arbeitet. War mir auch noch nicht klar, dass das möglich ist. Okay, dachte ich, ist doch schön, kann sie froh sein, kann sich echt das finanzieren, klasse. Das Problem für die Frau war aber, dass sie unter Flugangst leidet. Im weiteren Gespräch stellte sich dann heraus, dass sie als Kind von 9 Jahren von den Großeltern mit in eine Situation mitgebracht wurde, wo sich die Großeltern den Platz eines Flugzeugabsturzes angesehen haben. Frag mich, wieso die da dieses Kind mitnehmen, aber die haben das jedenfalls getan und dieses Erlebnis, wo auch andere Kinder, die also sozusagen das Flugzeug als Ferienflieger benutzt hatten, zu Tode gekommen sind, hat sich bei der Frau so eingebrannt, dass sie heute, obwohl sie schon über 50 Jahre alt ist, massive Flugangst hat und nicht sozusagen in ein Flugzeug steigt und lieber sozusagen dann eben auf das verzichtet, was ihre Tochter ihr ohne weiteres sozusagen ja gestatten könnte, ja, zusammen irgendwo hin zu fliegen und schöne Erlebnisse zu haben. Ja, da wird also ein kritisches Lebensereignis aufrechterhalten durch eine spezifische Bewertung, ja, die dann zu einer Einschränkung von Ressourcen führt. Ja, und letzten Endes auch zu dem Kummer, dass ihre Tochter nicht so oft sieht. Ja. So, anders emotionale Selbstregulation, ne, wenn Menschen erlebt haben, wie sie durch schwierige Situationen durchgekommen sind und dann eben sagen, okay, das habe ich damals geschafft, dann werde ich das nächste auch wieder schaffen. Ja. So, oder wie jemand mal berichtet hat, dass er in einem Vortrag vollkommen versagt hat, also es war das reinste Desaster, war ganz schlecht, aber danach ist nichts Schlimmes passiert und für denjenigen war damit klar, okay, noch schlimmer kann es nicht werden, ich kann also nur besser werden, ja, und jede Art von Angst vor einem Vortrag war wie weggeblasen. Ja, so, also eine völlig klare emotionale Selbstregulation war die Folge und das ist der Wert unserer Gedanken für unsere Empfindungen. So, das heißt also, Gedanken, aber auch Motivation spielen eine große Rolle, wie wir etwas empfinden und können uns helfen, die Richtung für unser Handeln zu geben. Und unser Handeln wiederum geht einher mit physiologischen Reaktionen und hat daraufhin wieder Auswirkungen auf die Beziehung mit anderen Menschen. Wie eben das Beispiel mit von der Kollegin zeigt, die also damit weniger Beziehung oder Kommunikation mit ihrer Tochter haben kann aufgrund der Flugangst. Unser emotionales Erleben ist also ein erlerntes Erleben, und zwar erlernt aufgrund von positiven und negativen Konsequenzen und wird beeinflusst durch unsere Aufmerksamkeit und unser Gedächtnis, was sich in verschiedenen Kognitionen zeigt. So wird von unseren Patienten oft geschildert, dass aufgrund der Trauer nach Verlust eines Angehörigen Gesundheitsstörungen auftreten.
Ja, da werden Herz-Kreislauf-Probleme geschildert, da werden Verdauungsstörungen geschildert, Schlaf-, Appetitstörungen, Störung der Immunfunktion und auch eine erhöhte Mortalität. Die Depression als eine der wichtigsten Emotionen erhöht zugleich das Risiko für körperliche Erkrankungen. Ja, ich habe Ihnen berichtet von Patienten, die, nachdem sie ein Kind verloren haben, aufgrund eines Autounfalls, Vierteljahr später eine entzündlich-rheumatische Erkrankung, eine chronische Erkrankung entwickelt haben. Andere Patienten, die eine Depression haben, entwickeln ein erhöhtes Risiko für die koronare Herzerkrankung. Und diese wiederum, die sogenannten KAK-Patienten mit Depressionen, haben wieder ein erhöhtes Reinfarkt- und Sterberisiko. Immerhin mit einer Odds Ratio von 2,24, also um 200% erhöht. So, das heißt also, dass unsere Emotionen, die eigentlich beeinflussbar sind durch Kognition, durch Verhalten oder auch durch motorische Dinge, wie wir es eben gesehen haben, zugleich auch unsere Gesundheit oder, wenn man krank ist, auch die Krankheit beeinflussen kann. Wie kann man nun durch eigenes Verhalten das beeinflussen? Sehen wir unsere Patienten, sieht man, dass sie nach Verlust von Angehörigen eher gesundheitsschädigendes Verhalten zeigen. Da wird mehr Alkohol und Nikotin konsumiert, da werden mehr Beruhigungsmittel oder Schlafmittel eingenommen. Ja, Menschen, die unter Depressionen leiden, haben auch eine höhere Häufigkeit von Nikotinabhängigkeit. Es gibt oftmals eine Non-Compliance bei Medikamenteneinnahme, so wie ja in dem Beispiel, was Sie mit dem Schauspielpatienten diskutieren. Und es gibt wenig körperliche Bewegung. Den Emotionen sozusagen einen Heilungsprozess zu unterziehen, bedeutet, von diesem Krankheitsverhalten wegzukommen und eher zu gucken, wie man über diese Emotionen sprechen kann, weil man weiß, dass das Sprechen der Emotionen bzw. das Aufschreiben der Emotionen eher zu einer Entlastung führt. So ist zum Beispiel deutlich geworden, dass wenn Menschen ihre Emotionen äußern über schwierige Lebensereignisse, dass das zwar kurzfristig zu einer Verschlechterung der subjektiven Empfindungen kommt, das heißt, sie weinen dann auch und erleben das nochmal neu, aber mittelfristig kommt es eher zu einer Reduktion von medizinischer Inanspruchnahme und auch zur Reduktion von Medikamenten und zur Steigerung von subjektivem Wohlbefinden. Was besonders empfohlen wird, wenn jetzt jemand zum Beispiel durch schwierige Lebensbedingungen, wie wir es jetzt von den Flüchtlingen hören, diese Belastung loswerden, ist, dass an 4 aufeinanderfolgenden Tagen jeweils für 30 Minuten diese belastenden Ereignisse aufgeschrieben werden. Ja, wir kennen das aus der Therapie von posttraumatischen Belastungsstörungen, wo Patienten versuchen, bestimmte Flashbacks oder bestimmte Situationen so oft aufzuschreiben, dass es für sie schon langweilig wird. Ja, so beschreiben das dann die Patienten. Sozusagen fast immer mit denselben Worten nochmal aufschreiben, nochmal. Oder es auf Band sprechen und sich immer wieder das anhören, so bis es die Macht der Gewalt verliert. Ja, und wie die Patienten sagen, es eher langweilig wird. Und in dem Moment tritt dieser Desensibilisierungsprozess auf und in dem Moment auch ein Heilungsprozess. Man kann das dann sehen aufgrund von physiologischen Veränderungen, was insbesondere den Puls anbetrifft oder auch den Blutdruck. Auch die Immunfunktionen verbessern sich als einige Indikatoren des Gesundheitszustandes. Wenn man jetzt sieht, wie sich zum Beispiel das emotionale Erleben auf Gesundheit und Krankheit auswirkt, wurde hier eine Untersuchung durchgeführt von Weinmann im Jahr 2008, der über eine schnellere Wundheilung sogar berichtet hat in der Gruppe, die über die negativen Erlebnisse vor dem Unfall geschrieben hat, im Unterschied zu der Kontrollgruppe, die lediglich nur einen Zeitplan, den sie sozusagen am Tag zu erfüllen hatten, aufschreiben sollten.
Ja, also das Wegschreiben, dieses Rauslassen, ja, führt offenbar schon dazu, dass eine Harmonisierung eintritt im Körper und damit eine, hier wie man sieht, schnellere Wundheilung. Wenn dem nicht so ist und es sich eher eine Depression entwickelt, dann kann man das an folgenden Symptomen erkennen. Das ist auch oft eine Prüfungsfrage. Zum einen zeigen sich Affektveränderungen. Das heißt, die Menschen sind niedergeschlagen, äußern Interesselosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Gefühlslosigkeit oder sogar auch so etwas wie Abstumpfung. Ja? So wie so sarkastische Äußerungen, ach, bringt doch sowieso nichts, was soll das schon nutzen? Ja? So, das ist nicht zu verstehen, dass der Patient ihre vorgeschlagene oder empfohlene Therapie in Zweifel zieht, sondern das ist eher so, dass der Patient keine Hoffnung hat. Und dieser Satz, ach, bringt doch sowieso nichts, nichts weiter ist als die Äußerung eines Symptoms, ja, eines depressiven Symptoms. Diese Affektveränderung ist oft gekoppelt mit kognitiven Symptomen, und zwar im Sinne von Selbstabwertung, Beschäftigung mit Schuld, Konzentrationsschwierigkeiten, generalisierte negative Sichtweise bis hin zu Gedanken an den Tod. Als somatische Symptome äußern die Patienten oft Schlafstörungen und Appetitverlust, und motorisch sind sie entweder verlangsamt oder agitiert, wie ich vorhin schon ausführte. Ja. So, und nun ist die Schwierigkeit, dass diese Depression, wie Sie, wenn Sie sich vielleicht an unsere erste Vorlesung erinnern, wenn die Allgemeinmediziner berichten, dass 50% der Menschen, die eine Depression hat, nicht erkannt werden. Ja. So, nun könnte man denken, wenn man sich all diese Symptome anguckt, das ist doch irgendwie eine Blickdiagnose, was ist denn jetzt die Schwierigkeit, das nicht zu erkennen? Ja. Die Schwierigkeit besteht darin, dass wir unsere Sicht auf die Dinge natürlich auch haben und diese Dinge anders interpretieren. Ja? Interesselosigkeit kann auch als Nicht-Akzeptanz der eigenen Vorschläge interpretiert werden, ja? Oder als Motivationsverlust. Ja? Wenn jetzt jemand abgestumpft ist, kann das auch wieder als Motivationsverlust interpretiert werden. Wenn jetzt jemand Konzentrationsschwierigkeiten hat, kann das als, möglicherweise interessiert ihn eben diese Arbeit jetzt gerade nicht so und deswegen konzentriert er sich nicht mehr so richtig. So, das heißt, wir brauchen ganz klare Kriterien, wonach man diese Depressivität erkennen kann. Ja? Es gibt nicht wenig Kollegen, die diese Situation erleben, dass sie noch mit dem Patienten reden, was man alles machen kann, die Gefahr der Depression nicht erkennen und der Patient, nachdem er sozusagen das Behandlungszimmer verlassen hat, sich suizidiert. Einfach vor das nächste Auto rennt. Ja? So, das gehört mir zu den schwierigsten Situationen, die wir in unserem Beruf, mit dem wir in diesem Beruf, in unserem Beruf zu leben haben. Und um das zu verhindern, ist es besonders wichtig, sensibel genug auf bestimmte Äußerungen zu reagieren. Man kann klare Unterschiede zwischen der weiblichen und der männlichen Depression sehen, während die Frauen viel eher in der Lage sind, klar zu sagen, ich bin traurig, ich komme irgendwie nicht mehr raus, ich fühle mich, als wäre ich in so einem schwarzen Loch, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ja, also wo es relativ einfach ist, diese Diagnose zu stellen, ist es bei den Männern wesentlich schwieriger, weil die mit ihrem Rollenmodell zu kämpfen haben, dass sie ja sozusagen der starke Mann sein müssen zum großen Teil und dann eben eher schildern, ja, ich habe da so ein bisschen Rückenschmerz, ach, naja, jetzt ein bisschen stressig zur Zeit und so eine gewisse, also als wenn sie so mürrisch werden, berichten, aber sozusagen jede Art von Zufriedenheit oder Glücklichkeit fehlt. Und um das sozusagen zu testen, kann man die Frage stellen, was macht Sie eigentlich zufrieden? In welcher Situation sind Sie glücklich? Ja? So, und wenn dann keine Antworten kommen, dann ist eigentlich schon ein starker Indikator gegeben, dass hier zumindest eine depressive Verstimmung vorliegt und dann müsste man da ein bisschen nachhaken. Ja? So, und in dem Zusammenhang gibt es also bestimmte etiologische Faktoren. Da haben wir also unter den biologischen Faktoren die Dysregulation von Neurotransmittern, insbesondere das Serotonin, aber auch das Dopamin, was ja sozusagen das
der Neurotransmitter ist der, produziert wird, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir uns angenommen fühlen, aber auch das Noradrenalin, dann neuroendokrine Veränderungen, abnorme Schlafmuster, zum Beispiel schlafen die Menschen entweder extrem viel oder wachen permanent auf. Oder auch der zirkadiane Rhythmus ist gestört, sodass sozusagen die Nacht zum Tag gemacht wird. Unter genetischem Aspekt zeigt sich in Zwillingsstudien, dass es eine Konkordanz bei eineigen Zwillingen gibt. Das heißt, es scheint auch einen gewissen Prozentsatz an genetischen Faktoren zu geben. Unter psychosozialen Aspekten finden sich häufig Stressfaktoren, zuweilen auch kritische Lebensereignisse, bedeutsame Ereignisse, vor allem bei den ersten Episoden, während bei späteren Episoden eher die eigenen Kognitionen das hervorrufen. Lebensereignisse können Verlust eines Elternteils sein vor dem 11. Lebensjahr, Verlust des Partners oder auch, wenn Frauen mehr als zwei kleine Kinder bekommen haben und dann versuchen, mit den Herausforderungen des Alltags zurechtzukommen, dann können sie oft eine Überlastungsdepression entwickeln. Bei chronisch-körperlichen Erkrankungen können schwierige Therapien oder ein schlechter Verlauf der Erkrankung dazu beitragen, dass eine Depression entsteht. Es können aber auch Depressionen durch Medikamente ausgelöst werden. Ja, wenn die Menschen Cortison nehmen müssen, kann sich der Serotoninhaushalt verändern und dadurch eben halt Depressionen entstehen können, die dann aber wieder abnehmen, wenn das Cortison reduziert wird. Und es können auch hinsichtlich psychologischer Aspekte Verstärkerverluste eintreten. Also zum Beispiel, wenn man jetzt in ein neues Umfeld kommt, vielleicht seine Freunde vermisst als starke soziale Verstärker und sozusagen sich einsam fühlt und dann mehr und mehr irgendwie so eine Hilflosigkeit erlernt, beziehungsweise dysfunktionale Kognitionen entwickelt, wie in der Richtung, na, ich schaffe das wahrscheinlich sowieso nicht und die anderen sind ja viel besser als ich. So, wenn diese Art von Gedanken auftreten, ist also Gefahr im Verzug und dann sollte schleunigst eine Änderung vollzogen werden. Wenn diese Verstärkerverluste auftreten, müssen wir uns das mal genauer angucken, was damit gemeint ist. Und zwar hat Levinson schon im Jahre 1974 über diese Verstärkerverluste gesprochen. Das heißt, eine geringe Rate von positiver Verstärkung kann zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Depressionen führen. Das Verhalten, das sozusagen früher belohnt wurde und dessen Verstärkung nun ausbleibt, nimmt also ab. Das bedeutet also, die Person wird immer passiver, die Stimmung wird immer schlechter und können dadurch mehr und mehr diese Hilflosigkeit entwickeln als ersten Aspekt, der dann zur Depression führt. Das heißt also, der Verstärkung aus der Umwelt es muss eine Verfügbarkeit von der Verstärkung aus der Umwelt da sein, um sozusagen der Depression etwas entgegenzusetzen. Wir sehen also hier, dass potenzielle verstärkende Ereignisse, quantitative Aspekte, wie viele Intensitäten und auch welche qualitativen Aspekte von bestimmten verstärkenden Ereignissen, dass die eine große Rolle spielen. Auch die Erreichbarkeit von Freunden kann großen Einfluss haben auf unsere eigene Emotionalität und auch natürlich soziale und berufliche Fähigkeiten können Einfluss haben, ob ich oder welche Rate an positiver Verstärkung ich empfinde. Wenn diese positive Verstärkung eher wenig gegeben ist, besteht das Risiko, dass sowohl auf kognitiver als auch emotionaler und auch natürlich Verhaltensebene sich Depressionen entwickeln. Das heißt also, der Grad an sozialer Unterstützung ist der primäre Prädiktor für das Ausbleiben der Depressionen. Ja? Mit anderen Worten, wenn schwierige Lebensereignisse auftreten oder Überlastungssituationen auftreten, können gerade die sozialen Verstärker, die also soziale Unterstützung geben, dafür sorgen,
dass eine Depression unterbleibt. So, ein anderes Modell für Depressionsmodelle ist das Modell der dysfunktionalen Kognition von Beck, wonach die Depression eine kognitive Störung ist. Das heißt, hier wurde also einiges fehlgelernt. Er spricht von der kognitiven Triade. Darunter versteht man die negative Sicht auf sich selbst, auf die Welt und auf die Zukunft. Das ist so eine typische Frage im Physikum, was die kognitive Triade ist. Er berichtet auch, dass er beobachtet hat, dass von Menschen, die unter Depressionen leiden, typische Denkfehler vorgegangen werden, zum Beispiel willkürliche Schlussfolgerungen, sowas, was man als Kaffeesatzleserei auch bezeichnen könnte, aber eben in die negative Richtung. Eine selektive Verallgemeinerung oder auch eine Übergeneralisierung. Im Laufe der Lerngeschichte sind dann bestimmte kognitive Schemata erworben worden und die können durch aktuelle Ereignisse aktiviert werden. Die kognitiven Schemata sind also bestimmte Kernannahmen oder bestimmte Regeln, denen man folgen muss. Ja, und das Generieren dieser automatischen Gedanken führt dann zur Entwicklung der Depression. Das heißt also, so wie ich das schon gesagt habe, dysfunktionale Grundannahmen und Ereignisse als externe oder interne Auslöser können zu automatischen Gedanken führen, die absolutistisch oder verallgemeinernd oder verzerrt oder unlogisch oder auch unangemessen sind. Und die äußern sich dann als Depression im emotionalen Bereich, im somatisch-motorischen oder auch im motivationalen Bereich. Wie wird das nun behandelt? In der kognitiven Verhaltenstherapie kommt es zuerst zu einer Informationsvermittlung, das heißt, man spricht über das Modell, wie zum Beispiel von Beck erklärt, wie diese fehlerlernten Kognitionen die Emotionen beeinflussen. Und versucht dann mit dem Patienten gemeinsam eher nach positiven Kognitionen und auch nach positiven Aktivitäten zu suchen. Oft wird auch Sport eingesetzt, um einen Aktivitätsaufbau zu erreichen. Es wird auch ein soziales Kompetenztraining eingesetzt, sodass der Mensch lernt, sich auf eine neue Art der Welt gegenüberzustellen, sich durchzusetzen, andere Menschen besser zu verstehen, bis dann es möglich ist, auch an den Kognitionen selber zu arbeiten und eine sogenannte kognitive Umstrukturierung, also eine Änderung der negativen Grundeinstellung vorzunehmen. Von der therapeutischen Wirksamkeit ist zu sehen, dass die kurzfristigen Effekte sowohl bei der kognitiven Verhaltenstherapie, aber auch bei der Pharmakotherapie zu finden sind mit Antidepressiva. Wenn wir aber nach den langfristigen Effekten gucken, dann überwiegen die Effekte der kognitiven Verhaltenstherapie denen der Pharmakotherapie, weil der Patient gelernt hat, sorgsamer mit sich umzugehen und sich vor diesen depressogenen Kognitionen zu schützen, ja, und sozusagen immer gleich ein Stoppschild zu setzen und das durch eher gesunde Kognitionen zu ersetzen. Nun zu unserer ursprünglichen Frage, warum verhalten sich Menschen nicht rational? Wir sind nun am Ende der Vorlesung und man kann jetzt sagen, nach dem, was wir gehört haben, Emotionen dominieren aus neurobiologischer Sicht über unseren Verstand. Ja? Es hat also wenig Sinn zu sagen, das ist ja nicht logisch oder das ist ja nicht rational, ja? Weil wir sozusagen durch unsere Emotionen in ganz besonderer Art und Weise gesteuert werden. Das sind wesentlich komplexere Vorgänge und die steuern eben auch unseren Verstand. Rationales Verhalten kann also der Intuition widersprechen. Das Vorliegen einer Depression oder einer Angststörung ist auch ein Grund, warum sich Menschen nicht rational verhalten. Ja? Einfach aus dem Grund, weil veränderte Kognition, veränderte Emotionen unsere Gedanken, unser Verhalten negativ beeinflussen können. Die Menschen verhalten sich auch deshalb nicht rational, weil es intellektuell Verständigungsprobleme geben kann. Ja, wir haben uns im letzten Semester, wenn Sie sich erinnern, über das Modell der vier Ohren verständigt, ne? Und da kann also der Satz
in einer Rheumaklinik, ich habe Schmerzen, ganz, ganz unterschiedliche Interpretationen auslösen. So, das heißt, unterschiedliche Emotionen. Deswegen können sich Menschen nicht primär rational verhalten und deshalb ist es wichtig, sich sozusagen eher der Kunst zu widmen, wie man die Emotionen versteht und wie man die Emotionen wahrnehmen kann, um sie vielleicht gemeinsam zu beeinflussen. Abschließend könnte man diese Vorlesung beenden mit dem Satz von Johann Wolfgang von Goethe: Die größte Kunst besteht darin, mit dem Herzen zu denken. So, nun zu unseren Prüfungsfragen. Was ist Intuition? Was würden Sie sagen? Schlagen Sie ruhig auf oder bringen Sie alles raus, was gerade kommt, ja? Wunderbar, eine Mischung von Kognition und Emotion, sehr gut. Und vielleicht auch noch aus Erfahrung, ja, die kommen auch noch mit, spielen auch noch mit rein. Ja, noch was anderes dazu? Vielleicht noch, dass es die höchste Form der Intelligenz ist. Ja? Ja, sehr schön. Und die nächste Frage, was ist die kognitive Triade? Ja? Genau, also die negative Sicht auf sich selbst, auf andere und auf die Zukunft. Ja? Es hat nichts mit den Symptomen der Depression zu tun, die Triade. Ja? Lassen Sie sich da nicht aufs Glatteis führen. Ja? Das wird gerne gemacht, ja? So, oder versucht. Sondern die Triade bedeutet rein Triade von Kognition, bezogen auf sich selbst, bezüglich anderer und auf die Zukunft. Ja? Okay. Gut, wunderbar. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Machen wir jetzt erstmal eine Pause. Wir haben es jetzt schon um 2. Ich würde sagen, wir machen mal Viertel weiter, aber werden die nächste Vorlesung dann wesentlich kürzer machen.